Schnecke, auch für dich die Eintracht kommt. Was hast du dir bei dem Los damals gedacht? Wie hörte sich das für dich an? Ja, geil. Ich freue mich auf ein Heimspiel. Ich freue mich auf die zweite Runde DFB-Pokal. Ist ja auch nichts, was wir hier jedes Jahr haben. Deswegen einfach nur Vorfreude. Da ist der Gegner eigentlich fast egal. Jetzt haben wir die Eintracht gezogen, ein Team Europa League erfahren, ordentliche Bundesliga-Saison. Ist hammerlos für uns auf jeden Fall. Schwierige Aufgabe, aber ja, Heimspiel für unser Müllerntor. Müssen die auch erstmal gegen uns gewinnen. Robin hat das eben schon gesagt, die sind diesen Rhythmus gewohnt mit Europa League und dadurch alle Instanzen eigentlich immer unter der Woche ein Spiel. Wie ist das für euch? Wie seid ihr davor? Ja, Wahnsinn, was die letzten Jahre abreißen. Richtig viele Spiele haben die immer Mittwoch, Wochenende oder Donnerstag, Wochenende. Die sind das gewohnt, klar, keine Frage. Andererseits ist das jetzt für uns auch nicht das erste Mal, dass wir ein Spiel unter der Woche haben. Gab einige Veränderungen in der Startelf von Heidenheim. Ich denke mal, dass jetzt auch wieder die eine oder andere Veränderung kommen wird. Deswegen, ja. Glaube ich nicht, dass das ein Nachteil für uns ist, dass wir nicht diese Unerfahrenheit in diesen englischen Wochen haben. Ich glaube eher im Gegenteil. Ist das so ein bisschen wie Urlaub von der Liga jetzt auch, wo es zweimal nicht so gut gelaufen ist, dass man sagt, hier.